Frage ist, wofür? Wieder ein totes Camp wahrscheinlich. Ja. Keine Ausdauer zum Fischern. Junge, wo ist denn der Hüftschwung von vorhin? Das ging doch super easy. Jetzt nicht mehr. Das kalte Wasser. Sollte ich mir mal anschauen. Und ich kann ihn nicht. Weil ich kann die hier wieder nicht bildern. Geht einfach Munition rum. Ja, das war's schon. Ahaha. In die andere Richtung war auch ein Fragezeichen. Jetzt ist halt die große Frage. Also ich weiß nicht mehr genau, was ist. Und lohnt sich das dahin zu gehen? Ja, ich weiß auch nicht. Wie eine Harley sieht das ja nicht aus, ne? Müsste ja eigentlich ein bisschen doller sein, ein bisschen schwerer und so. Aber das Hauptproblem wird jetzt, wenn ich da das Nest anzünde, kommen die hier glaube ich auch noch. Das heißt, ich muss die hier auch noch mal wegmachen. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Scheiße, ich würde jetzt gerne ein paar Verbände nehmen. Soll ich den einfach mal benutzen? Healing over time. Wenn ich die beiden nehme, vielleicht komme ich dann wieder an meine Verbände ran. Noch ein Nest. Dann mal los. So. Ist hier gleich kuschelig. Klar. Ich will nochmal nachladen vorher. Alter. Bill hat auch einen Harley-Motor. Okay. Ah, endlich. Okay. Ich kenne mich halt da noch gar nicht aus, ne? So, hier ist schon wieder ein Fragezeichen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube mal straight off zu. Alle top. Keine Ahnung, wie weit das weg ist, ne? Kann halt auch mega weit weg sein. Einfach, hier bin ich ja gerade gekommen, also. Strange. Ah, seht ihr? Der blöde Cocktail war nämlich das Problem. Der hat einfach mal das Inventar verschoben und ich bin an meinen Kram nicht mehr rangekommen. Meistens die kleinen Dinge. Waren ja noch mehr Nester, ne? Wenn man einsammeln kann, aber wahrscheinlich einfach. Ein paar Schwärmerohren, eins sogar nur.
Ich mal fragen, wo kamen die von der von hier her? Die kamen auf einmal aus dem Nichts. Hier, Alter, drei auf ein Speich oder was? Drei auf einen Fleck? Du heilige Kacke. Und da los! Ja, und nochmal. Holy shit. Leck mich doch. Gerade ziemlich komisch, als ob mich eine Schlange von hinten anpackt. Das ist auch geklärt. Vielleicht das Problem, ich habe keinen Schrott zum Reparieren mehr, ne? Otto könnte noch was haben. So, ich sammle erstmal die Schwärmeohren ein, nicht, dass sie noch wegploppen. Der hat nisch, der hat nisch. War mir aber auch schon wieder zu viel los, muss ich sagen. Gut aus. Ja. Kann jetzt nur gewinnen. Schalldämpfer oder Schrott? Alles klar, nichts. Das, gar nicht, dass es das auch gibt. Geh doch jetzt hier ran. Ein Schrott. Ja, Mensch. Zu viel Krieger. Hilft nichts. Wir fahren wieder da hoch. Ich will die Nester wegmachen. Haben wir die Herde ein bisschen ausgedünnt? Also es ist noch keine Herde, ne? Die Herde ist noch beschissener. Aber hier war schon mächtig viel los, muss ich sagen. Ist auch immer noch viel los. Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt mal ernsthaft. Die hat echt gerade meine Kugeln ausgerissen. Ich wollte gerade sagen, das klingt doch so hinter mir. Ja, trotz Ausweichen. Alles klar. Das ist die Herde. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Da ist guter Rat teuer, sag ich mal so. Die Frage ist, hat es jetzt mehr erwischt? Nee. Nee, muss ich nicht heilen. Ach! Achso, ich bin schon voll.
du heilige Kacke. Das kann man nicht gewinnen. Mahlzeit, MK. Ja, das ist, glaube ich, das Richtige. Ja, schön. Lauf! Ausdauercocktail benutzen. Ich habe irgendwie keine Munition mehr. Nein, Junge, das doch nicht. Ich hab ich überhaupt noch AP? Ich hab überhaupt nicht mehr. Ich hab gar keine AP mehr, ne? Das war übrigens wirklich eine Herde, die ist einfach aus dem Nirgendwo aufgetaucht. Dann machst du halt auch nichts mehr, ne? Alter. Oh. Junge. Ja, ne? Ich anhalte. Das war. Irgendwann ist die Ausdauer alle und dann hältst du automatisch an, Kollege. Und dann war's das. Ich habe jetzt relativ viel erwischt, muss ich sagen. Das Hauptproblem ist, mein Motorrad steht genau da hinten. Und ich weiß gar nicht, ob ich alle Schwärmerohren eingesammelt habe. Ich habe auch keine Bomben mehr, ne? Ich habe nur noch Molotovs. Ja. Holy shit. Ist irgendwo neben mir gespawnt, ey. Ja, hier so der blaue, nein, andere Richtung, der blaue Balken hier ist mein Lebens, also meine Ausdauer und unten drunter meine Lebensenergie, unverkennbar. Ja, normalerweise wirst du dann Köder und schmeißt eine Bombe rein. Das war jetzt schon ein bisschen verschwendet, sag ich mal so. War in der Not, ne? Schmeckt die Wurst auch ohne Brot? Halt lächerlich, wie wenig ich getötet habe. Halt ordentlich reingebrammelt. Also verhältnismäßig habe ich schon viel getötet, aber auf die... Hallo? Oh. Los, los, los! Muss man das verstehen? Ah ja, du kannst mich also da durchschlagen, ich dich aber nicht. Gute Sache. Jetzt mal Spaß beiseite, warum... Ich bin doch gerade hier vorbeigelaufen, warum... Hä? Hä? Jetzt ohne Spaß, was ist da gerade?
So, die waren nicht Target oder was? Die haben sich da einfach still verhalten und dann übersehen? Okay. Alter, so out of irgendwas war ich schon lange nicht mehr. Out of alles. So, ich muss hier mit Schwärmeohren werde ich jetzt mal einsammeln, weil die bringen nämlich Geld und Ruf. Kurz die Tortur des Todes ablaufen. Die Handgranate ist recht zügig explodiert, muss ich sagen. Die hat nur zwei in den Tod gerissen. War widerlich. So, jetzt zum... Motorräder? War gerade Motorräder? Zum eigentlichen Problem. Muss ganz in der Nähe sein. Die Nester, die ich eigentlich reinigen wollte. Ja, Zeit für ein Lagerfeuer. Es ist halt das Problem, dass ich gar keine Munition habe. Out of order Raben oder was? So wenig ist nicht, dass ihr hier stehen könnt in der Luft. Oh, das ist ein altes Neo-Control-Center. Ihr wisst, was das heißt. Jede Menge Stuff. Ja, genau das, was ich nicht brauche, haben sie hier. Also echt. Also ich brauche so ziemlich alles. Deswegen wäre ich sehr froh, wenn ich das hier auch finden würde. Ritt. Ja, ist klar. Zu riechen. Es muss in der Nähe sein. Ich habe halt keine Munition, um das Nest auszuheben. Das ist das Hauptproblem gerade. Ich habe Munition. Bei mir an der... Was sind das für Geräusche? Ich habe Munition bei mir in der Tasche. Im Motorrad. Ich weiß jetzt nur leider nicht... Da ist noch eins. Wie viel das ist. Guck mal hier. Ich möchte gerne nur hier ran. Darf ich das? Ja. So. Ist auch nicht die Welle, aber es ist immer etwas. Ja, es ist. Oh, Schalldämpfer. Dann. Ist ja jetzt kein Problem, Edgar, dass du dich da geirrt hast. Wenn du spielst das Spiel nicht. 25 Schuss ist auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber fängt ein Gaul, schaut man nicht ins Maul, wie man so schön sagt. Ich erstmal mit dem Motorrad. Oder wir fangen mal mit dem Cleanen von außen nach innen an. So, hier, meine Freunde. Seht ihr dieses Säckelpäckel? Alter, einmal voll, bitte. Kann ich schnell speichern? Obwohl, das wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. So. Also hier dürfte ja nur gar keiner mehr kommen. Also ich meine jetzt so von außen so, ne? Ein Viehzeug hier ist ja nun wirklich alles gespawnt, was spawnen konnte. Ah, da oben ist auch noch so ein Kacknest und ist auch noch so nah dran. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's richten.
wird's ein bisschen blöd. Falsche Waffe. So. Dann wird das da oben ja das letzte Nest sein, ja. In der Tat. So, jetzt das Hauptproblem. Meistens muss man hier Strom wiederherstellen und dann geht hier die Alarmsirene los. Und ich habe absolut nichts zum Sprengen da und auch nichts zum Ablenken. Das war's. Also ich habe schon was zum Sprengen da. Das, was ihr in der Hand habt und das, was da steht. Dann lassen wir den mal hier fallen. Ach Mann, war hoch da. Kann natürlich helfen, hier die Lautsprecher abzuschneiden. Problem ist, man erwischt nicht immer alle, glaube ich. Aber Daniel wieder ein bisschen gierig. So, das ist Aggregat, glaube ich. Wir haben doch bestimmt noch irgendeinen blöden Lautsprecher hier irgendwo. Ich werde mir erstmal kurz ein Teechen eingießen. Gucken wir mal weiter. So. Freunde des geruhsamen Mordens. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr Mollus tragen kann. Total hirnig. Ah, guck mal hier, was ist denn das? Ja, ja, gucke da. Das könnten aber auch Zombies missbrauchen, um hier hochzuklettern, ne? Das Ding. So, der braucht Sprit. Dass die Kanister alle auf der anderen Seite liegen. Nicht aufzukriegen. Ja, nicht aufzukriegen. Kann blöderweise nur mit dem scheiß Kanister nicht klettern, du Vogel. Die Raben sind ein bisschen out of order, muss ich sagen, ne? So, wir machen uns das jetzt ganz einfach. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht rein, ne? Okay. Das ist eine Gesellschaft. Die Dinger, glaube ich, auch werfen, ne? Ah, sag, dann werfe ich ja immer hier rüber. Hopp. Das wird brennen! So, hopp. Wir wissen uns ja zu helfen, ne? Ist also nicht so, dass wir ein bisschen unbeholfen wären. Oh, dann mal los. So, bevor ich das Ding jetzt einschalte. Nur für den Fall. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut.
Ah, nur Sound hier, okay. Ein Strom. Ach, scheiße. Sie verarschen, ich hab den Strom gerade angemacht. Ach, gibt's hier noch irgendwo einen Schalter oder was? Ah, hier, die Tür ist jetzt offen, toll. Ah, die nicht. Ah ja. Very nice. Was haben wir hier? Na, also. Jetzt fange ich an, eine Suchquest zu starten, oder was? Oh ja, Wölfe. Muss mich genau umschauen. Das ist ja vor allen Dingen erstmal auf einer Erhöhung. Lustigen Wölfe mich schon wieder gleich angreifen werden. Guck mal da. Komm ruhig näher. Komm hin. Bin ich fertig mit dir, du. Komm doch her. Dein Fell bringt mir Geld. Der blöde Rabe fliegt immer noch gegen den Zaun, ne? Kopfschuss beim Rahmen habe ich auch noch nie gemacht. So, wenn man einen erledigt, hauen wir meistens die anderen auch ab. Warte, ich höre da noch was knurren. Ach du Scheiße. Das ist der Problem. So. Nicht die beste Aim-Leistung, aber geht er jetzt auch nicht vor. Ach, ich habe ja hier noch ein Nest. Trollolol. Habe ich ja ganz vergessen. Wenn eine Nero-MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Kontrollpunkt. Ja, da müsste ich nur reinkommen, ne? Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Ich wollte garantiert noch Stöckchen holen, das glaube ich auch. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber schön, dass wir die Straßen alle ein bisschen sicherer machen. Abstand, Kollegen. So, den nehme ich so. Und zack. Mal nachladen. Ich habe vor allem schon einmal nachgetankt an Munition. Ne, schon wieder fast alles weg. So. Oh, hallo. Nehmen wir doch gerne mit. Das hat sich mal gelohnt, auf jeden Fall. Aber hier, ah, eine Sicherung. Ach ja, eine Sicherung. Ja. Ist natürlich nicht verbrannt, logisch. Genauso wie die Munition, aber interessiert uns nicht. Weil Hauptsache, wir haben das Ding. So, zack. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Na, ja, das sollte klappen. Jetzt hoffen wir mal, dass hier kein Alarm losgeht. Nö. Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Diesmal kann ich wirklich alles gebrauchen, sonst laufe ich immer durch, sag mir so, oh nee, brauche ich nicht, habe ich alles. Aber oh, diesmal noch ein Nero-Injektor. Gut. Brauche ich es wirklich gut. Konzentration ist gut geworden. Zack. Dass der Wolf noch Stöckchen holen wollte, davon gehe ich aus, nämlich mein Stöckchen. Andere bezeichnen es auch als Knochen. Dann schlafe ich wenigstens nicht ein. So, was haben wir hier noch? Mikrorekorder. Mal sehen.